Augen, ihr Mäuse. Alter, ich habe ganz fiese irgendeine Entzündung in den Augen. Das ist mega schlimm, es brennt wie Sau, sieht man das? Kann man, glaube ich, gar nicht übersehen. Ich war gerade duschen und habe mit der Seife nochmal mein Gesicht gewaschen. Die Seife, die da im Badezimmer war, war keine gute Idee. Wir haben 13 Uhr. Ich habe gerade gemerkt, dass ich meine Zahnpasta vergessen habe. Zu Hause. Schade. Ich versuche es jetzt einfach mal am Hauptbahnhof. Der ist nämlich da. Guckt mal. Da müsst ihr eigentlich was aufhaben. Bloß, wie komme ich da hin? Jetzt gehe ich mal hier runter. Oh, die haben auf. Die haben auf. Okay. So, Frau Parker kann sich die Zähne putzen. Da freut sich die Frau Parker. Und Frau Parker hat auch starken Hunger. Naja, so Bahnhofseinkaufscenter sind alle gleich. Hier geht die Unterschicht einkaufen. Also am Bahnhof war Großkampftag. Ich glaube, ganz Zürich muss heute am zweiten Weihnachtsfeiertag einkaufen gehen. Ist ganz wichtig. Dann war ich also dann bei Migros zwischen den ganzen Menschenmassen den Weg gebahnt und habe ein Wasser gekauft. Zahnpasta. Die preiswerteste für 1,79 Franken oder so. So, passt auf, ich bin jetzt schon wieder auf dem Weg zum Hauptbahnhof. Eigentlich wollte ich da heute nicht nochmal hin, aber naja, gut. Marco Uhlig hat mich nämlich angerufen. Wir werden jetzt nämlich die Epiphany vom Flughafen abholen. Eine Transe aus New York. Und die habe ich schon mal kennengelernt. Vor Jahren mal irgendwann im GMF. Und sie wird übrigens auch im März 2016 bei der Popkicker auftreten. Weißt du Bescheid? Oh Gott, da sind schon wieder so viele Menschen. Ah, hi. Guten Morgen. Es ist zu früh für mich. Nee, du siehst schön aus heute. Hallo, fröhliche Weihnachten. So, der Uli, der telefoniert jetzt mit dem Clubbetreiber. Du, ich darf eigentlich auch nur kurz fragen, ob alles in Ordnung ist. Stimmt, es ist an Weihnachten. Ach, mir ist gar nicht weihnachtlich zumute. Ja. Dann nehmen wir so ein Merlot. Ja. Merlot Rosé. Rosé. Ja. Ich nehme Rosé, ja. So ein Pinky geht immer, ne? Wir haben jetzt hier unser kleines Pinky-Weinchen. Christelchen. Das ist ein Schnapsglas hier. Hi. Hallo, YouTube. Hey, Bitches. So, you had a good flight? Yes, of course. Yeah. It's easy. Yeah. In Charles de Gaulle, it's like an hour. And Marco thought that you only have hand luggage. And I said, no. No way. Well, this is hand luggage to me. Well, kind of. This is not hand luggage. Und jetzt sind wir hier in dem Areal, wo der Club heute Abend ist, wo die Boyacá stattfinden wird. Ist so ein bisschen so ein ehemaliges Industriegebiet, das ist ganz süß da, das ist süß. Ansonsten steht hier irgendwie so ein Kraftwerk und so eine richtige abgeschrabbelte Ecke, ehrlich gesagt. Und das hier ist der Club. Das ist so ein richtig schönes Wellblechhaus. Guck mal hier. Guck mal da. Da ist die Uli, ja? Und das ist der Besitzer vom Club. Und das ist die Epiphany, die machen jetzt da alle irgendwas. Ach, das Licht ist auch gerade fantastisch. Diese wunderbaren Tränensäcke und ach, ich sehe so toll aus. Ich bin einfach wirklich einfach die Allerschönste von allen. Ich finde es wahnsinnig anstrengend, die ganze Zeit Englisch sprechen zu müssen. Ich bin heute nicht bereit für Fremdsprachen. Sag ich ganz ehrlich. Und ich bin wirklich froh, wenn die im Hotel ist, die Alte, ja. Und dann kann ich endlich wieder Deutsch sprechen. Und ich bin müde. Ich möchte jetzt wirklich langsam mein Nickerchen machen. Wir haben es jetzt, keine Ahnung, wahnsinnig spät schon. Ich komme bestimmt heute schon wieder nicht zu meinem Nickerchen, wie gestern. Und die quatschen und quatschen und quatschen. Ja, und da habe ich der Uli schon gesagt, bitte verquatsch dich nicht. Und was macht sie? Sie verquatscht sich. So süße kleine Tröpfchen sind da am Fenster. Wir sind jetzt im Hotel, wo die Epiphany wohnt. Endlich. Die Uli hat sich schon wieder wahnsinnig verquatscht. Die stehen da jetzt, ja, und warten auf den Check-in. Dauert jetzt nur noch 2 Stunden. Dann sind wir auch schon fertig. Aber ich habe mich jetzt gerade dafür entschieden, dass ich mich im Club da fertig machen werde. Dann spare ich erstens Taxikosten. Und zweitens
Ist da super Licht. Ich zeige euch nachher den Backstage. Und wenn die jetzt hier nicht bald einchecken, du, dann reiß ich die ganze Bude ab. Und ich sehe schon wieder aus. Guck mal, wie ich aussehe. Also wirklich, das ist ein ganz trauriges Gesicht. Warte mal, ich kann noch trauriger. Moment. The Renaissance. Ja, Uli, the look is beautiful. Let's go. Der Urteil auch. Ja. Ach, der Uli, der quatscht immer. Dieser Mann macht mich wahnsinnig. Ich verstehe gar nicht, wie das dein Freund mit dir aushält. Der ist nie dabei. Der ist nie dabei. Weiß nicht, was ist das hier für ein Stadtteil? Kreis 5, Industriequartier. So, ihr Mäuse, stellt euch vor, ich habe es doch tatsächlich hinbekommen, ein Nickerchen zu machen. Hab schön eine Stunde so genickert. Das hat mir sehr gut getan. Und ich werde jetzt meine ganzen, Sachen zusammenpacken, meine ganzen Schminksachen. Und dann treffe ich die Uli schon wieder. So, in der Straßenbahn mit Marco Uli. Hi. Ich glaube, ich bin in meinem Leben noch nie so viel gelaufen wie in diesen 2 Tagen, ganz ehrlich. Wir sind jetzt im Club. Hi, hab schon mein Schminkzöpfchen. Ich zeige euch jetzt mal den Backstage-Bereich. Guckt euch das mal an. Das ist endlich mal vernünftiges Licht. So, und dann werde ich mir jetzt dieses ganze Wrack von Gesicht werde ich mir jetzt einfach wegschminken. Es wird jetzt ein bisschen lauter gerade, weil da unten ist schon Musik. Guck mal, wie toll die sind. Die werden heute alle verhaften. Und dann werde ich jetzt mich umziehen und dann muss ich mich runter auflegen, ihr Süßen, ja? Und ich nehme euch mit. Weil mir so heiß, ich schwitze wie eine Sau, wie ein Mastschwein, ja? Und ich habe mir ganz, ganz tolle Drag-Kolleginnen kennengelernt. Guck mal hier, sag mal hallo. Hallo! Und du machst gleich Show, Schatz? Ja, ich mach Show. Hast du Bock? Ich habe Bock. Und du guckst so? Unbedingt. Und ihr seid beide Transenschwestern, aber du bist auch ihre Mutter. Genau. Inzest. Es ist jetzt 6, glaube ich, oder so. Und der Ulich hat gesagt, bis 7 geht noch die Party. Ich möchte jetzt nach Hause. Ich muss doch morgen auschecken. Bin richtig sauer. Aber schön. Bin so schön. Die Nacht ist vorbei. Reicht jetzt auch wirklich, ganz ehrlich. Aber ich muss euch noch was zeigen. Also, weil, guckt mal, dieser Club ist nach der Boyer Kascha, Marco, eine einzige Müllhalde. Man den Boden hier an. Guck, und dann hier haben sie noch so einen Tisch kaputt getanzt, da habe ich die Britney gespielt. Fürchterlich. Und hier bei mir am DJ-Pult, hier hinten liegen alle Becher, die bei mir abgestellt worden sind. Die hab ich hier immer hingeworfen. Marco Ulich, packt jetzt bitte sofort zusammen, weil die Frau Parker möchte gehen. Hier im Koffer liegt hier alles. Ich muss jetzt mein ganzes Zeug noch zusammenpacken. Ich hasse es. Es ist nicht einfach, ein Star zu sein. So, guck mal, das ist die ungeschminkte Wahrheit. Ich bin müde und ich muss schon wieder in 4 Stunden aufstehen, weil ich den auschecken muss. Ich hasse das. Von daher, gute Nacht und bis morgen. Guten Morgen. So, frisch geduscht und wenig ausgeschlafen. Packe ich gerade meine ganzen Sachen zusammen, packe meinen Koffer zusammen. Das Zimmer ist irgendwie explodiert, mein Hotelzimmer. Ich weiß auch nicht, wie ich das mache. Naja, so, ich habe aber alles wieder halbwegs in Ordnung gebracht. Und werde jetzt den Rest zusammenpacken und dann muss ich um 13 Uhr ausgecheckt haben und dann werde ich ausnahmsweise mal Marco Ulich treffen. So, Marco Ulich schläft noch. Hab den angerufen, der hat so eine tolle Mailbox-Ansage. Da sagt er nur, hallo.
Und ich denke immer, der ist dann dran. Und dann, ach, ja, ist mir immer sehr peinlich. Also Uli schläft noch und ich gehe jetzt einfach mal zum Flughafen. Mein Flug geht um 16.40 Uhr. Das bedeutet, ich habe da noch wahnsinnig viel Zeit. Aber wie gesagt, der Zürcher Flughafen ist ja auch ein Flughafen der langen Wege. Von daher habe ich mir jetzt genug Zeit genommen und tuckel mal so langsam los. Das Wetter ist schön, der Himmel ist blau. Ich war blau. Ich kann mir echt einen Arsch beißen. Ich habe mir gerade meine Aufnahmen von gestern angeguckt und ich war so clever, dass ich jedes Mal, wenn Epiphany aufgetreten ist, und ich habe das gefilmt, aber leider habe ich da jedes Mal den Stopp-Knopf gedrückt. Dafür habe ich wunderbare Aufnahmen von meinem Busen. It was probably Jurassica jerking off on the light fixture. I've heard you shoot big loads. That's what Marco told me. What? Wir haben es jetzt 15 Uhr, das heißt, Boarding ist in einer Stunde. Ich trinke jetzt hier so langsam aus und dann gucken wir mal und dann werde ich mal mein Geld zurückgeben. Und dann freue ich mich schon wahnsinnig auf meinen Mann, der wartet schon auf mich, der holt mich vom Flughafen ab. Und dann reicht es auch, ich will nach Hause. Zu Hause ist immer am schönsten. Flughafen Tegel, der Flughafen der kurzen Wege. Ich warte jetzt auf meinen Mann. Da ist der Wuffi. So, ich sitze im Auto, ihr Süßen. Der Klausi hat mich abgeholt und der hat sogar den Putin mitgebracht. Da ist der Putin. Na? Und jetzt geht's endlich nach Hause. Waren zwei wundervolle Tage, aber ich bin müde. Und ich möchte jetzt nach Hause aufs Sofa. Klausi bekocht mich. Also nein. Und dann gucken wir mal. Und wir sehen uns bald wieder. Wo? Na, im Internet. Bye. Sharing is caring.